Ach Junge, da hast du mich hier auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich bin auch gerade im Badezimmer. Die Gitti sitzt am Computer, die arbeitet da was, die hat da so ein Programm, wo sie immer unterwegs ist, sich mit Leuten austauscht. Die ist ja da an allem höchst interessiert. Ich weiß nicht, was sie da jetzt, glaube ich, macht. Die hat jetzt wohl für sich das Stricken entdeckt, ja. Also die hat ja schon früher gestrickt, weil Tante Irmgard, die hat ja auch immer gestrickt, die Schlöpse und alles, wisst ihr ja, Onkel Jorich, die haben ja alle die selbst gehäkelten Schlöpse getragen und selbst gestrickten Schlöpse von Tante Irmgard immer, ja. Und das macht die Gitti jetzt auch, weil sie gesagt hat, zum Winter will sie ein bisschen beschäftigt sein und wenn sie drin sitzt, dann hat sie halt was zu tun, finde ich ja auch nicht verkehrt. Ja. Aber hier so Tagesdecken häkeln oder sowas will ich nicht. Das ist mir zu altmodisch, Siegfried, ja. Na, dann geht mal einkaufen.